It's me, Norb. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Mario 64. Ich will in diesem Part die 70 Sterne erreichen. So, das nehme ich mir jetzt ganz, ganz fest vor. Deswegen, ich will das jetzt so schnell wie möglich beenden, cutten, wie auch immer. Deswegen holen wir uns jetzt hier zuerst 100 Münzen. Dann haben wir den Zusatzstern, so gesehen. Dann gehen wir noch in die anderen einfachsten Länder und holen uns da überall noch 100 Münzen. Ich glaube, das klingt sehr vernünftig. So, und 100 Münzen zu sammeln ist nicht schwer, weil man ja hier bei Mario, glaube ich, keine Münzen verlieren kann, wenn man irgendwie Schäden nimmt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Zack. Einfach nur jetzt. Ganz easy. Ein paar Leute hier. Ein paar Marios, Goombas. 5 Münzen haben wir schon. Oh, die Münze nehmen wir so mit. Klettern wir hier hoch. Zack. Haben wir. Haben wir. Nehmen wir. Ja, und dann haben wir es ja auch bald geschafft. Und ich bin so froh, wenn wir es geschafft haben. Warte mal, gab es hier nicht... Ah, okay, das ist dann wahrscheinlich, wenn man den zweiten Stern ausgesucht hätte. Ich habe jetzt den ersten genommen. Weil dann gab es dann einen hier noch mit dem Surfbrett, der hätte dir nochmal 5 Münzen mit einem Schlag gegeben. Hallo. Ansonsten, wir können ja hier nochmal durchfliegen. Dann nehmen wir ein paar Münzen direkt mit. Ja, 15 haben wir schon. Wird jetzt ein bisschen nervig, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich könnte jetzt, wie gesagt, googeln mit dem Schneeland und mit dem Pilzland, was man da noch so machen könnte, wo es da einfache Sterne gäbe. Aber so mache ich das jetzt eben anders. Wie Thomas. Verdammt, ich habe doch vergessen, Dings zu machen. Warte mal, ich kann doch hier gegen den Baum schießen, ne? Das war doch so. Ja, okay. Weil jetzt damit ist es natürlich ein bisschen leichter, hier die 100 Münzen zu holen. Ach ja, genau, im Schneeland können wir das auch machen, weil da gibt es ja diese Schneebahn. Dann haben wir direkt schon 50 Münzen oder so. Oh, hat's auch 10 Münzen in einem Schlag geholt. Und da holen wir uns wieder ein paar. Und wir fliegen nochmal durch. Und warte mal, wo gibt es hier noch so ein bisschen Münzen aufkommen? Ich glaube nirgends, nur halt hier so. Ah, komm schon, nimm den noch mit. Ach nö. Okay, 33. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Oh, die haben wir jetzt geholt. Die Münzen. Da müssten es noch ein paar geben. Oder ein paar Enemies. Nerv nicht. Tschüss. Haben wir. Ja, aber das ist auch so gut, weil dann können wir jetzt nochmal darüber nachdenken, wie schön die ersten Level waren, dass das ganz entspannt war. Junge, wann nervt das mit der Mütze nervt extrem gerade. So, zack. Zack. Haben wir. Und die ersten Level waren so schön und so entspannt. Und auch mit dieser Kacksteuerung hat das funktioniert. Wobei das mit dem Kettenhund, das hat mich so ein bisschen aufgeregt gehabt. Aber, das ist alles nichts im Vergleich zu der Kacke, die wir da in den höheren Leveln erleben. So, zack. Komm schon, zack. Okay, der hatte keinen Bock mehr, uns Münzen zu geben. Ah, hier sind noch ein paar. Hälfte haben wir. Ich bin echt nervlich am Ende. Vor allem jedes Mal, wenn ich die Parts immer so nacheinander aufnehme. Weil ich ja nicht immer Zeit habe zum Aufnehmen. Und dann passiert dann genau sowas. Och, Junge! Und dann noch nicht mal treffen. Extra Portion blöd. So, das machen wir mal auf. Den Durchgang. Tschüss.
Alles klar, egal, ich habe deine Mütze. Münze, nicht Mütze. Überlege, wenn ich weiter nach oben gehe, gibt es da noch ein paar, so eine Anhäufung von Münzen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich gehe jetzt einfach mal den Berg da nach oben. Och, Junge, das war jetzt unnötig. Das war unnötig. Lass mich doch einfach kurz durchgehen, Mann. Nebenbei sammeln wir die 8 roten Münzen. Aber das ist egal. Jetzt haben wir schon alle 8. Aber die tun halt gut, ne? Weil die zählen als 2. Ja, brauchen wir aber nicht. Auch da müsste es jetzt ein paar Münzen geben, dann weiter oben. Und notfalls killen wir noch ein paar Enemies. Vor allem, wenn du die Sterne hier holst in dem Land, ist das hier eigentlich komplett irrelevant, das hier. Wirklich, hier ist nichts, einfach nur eine Rasenfläche, die überhaupt nichts bringt. Und dieser leere Kasten, was auch immer. Sonst ist hier nichts los. Tote Hose. Okay, das mit diesen 100 Münzen sammeln, das dauert doch noch ein bisschen länger, als ich eigentlich vermutet habe. Warte mal, Bruder. Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch nicht alles schaffen. Aber ich gebe mein Bestes. So. Eine Münze vergessen. Die holen wir uns auch noch. Wow, wäre ich jetzt runtergefallen, hätte ich wieder einen Anfall bekommen. Ja, 70 haben wir schon. Sind nicht noch mehr Münzen? Nee, nicht wirklich. Hier gibt es nur noch hier. Unseren Bob-König hier. Guck mal, die ist jetzt nochmal neu gespawnt. Die gibt wahrscheinlich keine Münze mehr. Nee. Yo, direkt zum Kettenhund geflogen. Hä, hey, nur 71 Münzen? Ey, dieses Spiel fehlt mich auf die letzten Meter so mit der Extra-Portion. Kann das sein? Okay, hier nochmal ein paar. Noch 24 Münzen. Sonst muss ich echt nochmal fliegen, ne? Hallo! Egal. 23 Münzen noch. Hatte ich schon. Scheiße. Und jetzt gleich, stellt euch vor, Alter, ich nehme jetzt so diesen blauen Stern. Und dann ist das mit den Münzen im Arsch. Komm. Hallo. Wolltest du mir nicht noch ein paar Münzen geben? Aber vielleicht, wenn ich das gegen die Wand donnere. Ja, wie viel waren das jetzt? Okay, 20 Münzen noch. Das heißt, ich fliege da jetzt mal durch. Das sollte eigentlich wieder ein das war ein hoffnungsloser Versuch, nochmal den Weitsprung zu machen. Ich habe das echt unterschätzt. Ich dachte so, ach easy, das holst du dir jetzt paar Dings, die 100 Münzen. Aber ich glaube, hier ist es tatsächlich schwer. Ja, warte. Komm schon. Okay. Da oben ist noch ein ganzer Kreis. Den haben wir jetzt nur angekratzt. So, das heißt jetzt noch 13 Münzen. Müssen wir weiter nach oben, dass wir auch da an diesen oberen Kreis auch rankommen. Oh, wie ich das hasse, ne? Du fliegst, Kanone, stellst ein, dauert halbe Ewigkeit und dann du so, alles klar, 2 Münzen bekommen. So, rein da, nochmal. Sonst, warte mal, wo gibt's da noch mehr Gumbas oder so? Breed!
dich. Alles klar, noch 8 Münzen. Digga, der hat hier so ein Highspeed. Oh. Ich werde wahnsinnig. Mein Sohn erlischt. Aber man kann nicht von hier direkt auf die Münzen. Schade. Alter, nee, der ist einfach zu schnell unterwegs. Und mit diesem sensiblen, verfuchsten Joystick kriege ich das nicht hin. So, nochmal Mütze holen. Ist halt aber ungewöhnlich lange, ne? Also wirklich. Bin wieder so angespannt. Ey, 10 Minuten sind wir schon hier am Rumfuchteln. Ja, komm schon. Ja, 3 Münzen noch. 3 Stück. Einer. Ist gar nicht wieder, Alter, dass ich wieder hier Schweißausbrüche und volles Programm bekomme. Warte mal, stopp. Wo sind denn die Münzen jetzt? Fuck, die sind alle weg. Wie kann ich denn, dass er ganz langsam fliegt und nicht... Weil sobald ich nach unten gehe, der meint dann auf einmal richtig auf die Tube drücken zu müssen, der Dude. Alles klar, 2 Münzen noch. Ey, komm. Wir müssen doch diese 2 Münzen doch irgendwo herbekommen, oder? Ein auf den, das ist die letzte Chance jetzt. Ja, vor allem, ich sehe am Anfang die Münzen noch nicht mal. Alles klar, reicht mir. So. Bitte, bitte, sag mir, dass du mir eine Münze gibst. Sag mir, dass du mir eine Münze gibst. Nein. Du vielleicht? Boah, diese Musik regt richtig auf, ne? Hallo. Nein, auch nicht. Du vielleicht? Oh, kommt schon. 2 Münzen noch, ne? Eine Münze noch. Eine einzige noch. Irgendwo hier muss es doch noch einen geben. Ah, okay. Jo, der rollt da erstmal. Alter, hätte ich jetzt diesen blauen Stern genommen. Oh. Ey, jetzt gar nicht, was mir jetzt für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Junge, Junge, 65. So, jetzt reicht. Jetzt nehmen wir den blauen Stern, können wir hier raus. Abgeschlossen. Zack. Zack. So. Jetzt überlege ich, wo holen wir uns jetzt noch 100 Münzen ab? Hier im Schneeland holen wir uns 100 Münzen. Beziehungsweise bevor wir, ich glaube, wir müssten zuerst rutschen. Das wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Genau, hier wollten wir den Schneemann bauen, was wir etliche Male verhauen haben. Ich überlege gerade, mit dem Pinguin rennen wäre es am besten. Nein, ich glaube, wenn der Pinguin weg ist, ist es am besten. So, zack. Und rein in die Olga hier. Ich will alle Münzen mitnehmen. Wenn es sie hier schon so gratis gibt, nehmen wir sie auch so mit. So, wir rutschen einmal den Geheimgang und einmal rutschen wir so gesehen völlig normal. So. Genau, hier musst du dich entscheiden, ob du die oder die Münze nimmst. So, wir rutschen zuerst, sagen wir mal, den normalen Weg. Weil, falls wir verhauen, dann ist das nicht allzu schlimm. Schlimm ist es, wenn du näher, nah an der 100 bist und dann verhaust du das dann. Ja, hier ist es easy, die 100 Münzen zu holen. Wow. Okay, 61 haben wir. Okay, und dann rutschen wir jetzt gleich einmal in den Geheimgang. Dann haben wir hier die 100 Münzen eigentlich so gesehen schon so gut wie geschenkt und in der Tasche.
Na, rote Münzen nehmen wir dann auch mal ganz kurz mit. Heul nicht wegen deinem Kind. Nehmen wir hier auch mit. So. Ich überlege, nehmen wir von oben hier noch was mit? Ach, ich weiß noch, wo noch was ist. Alles klar. Ja gut, dann kriegen wir die 100 Münzen easy zusammen. Das wird nicht lange dauern. Jetzt nehmen wir hier den Geheimgang. Ich weiß aber nicht, ob es im Geheimgang jetzt noch Münzen gibt. Weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Oh, ich glaube nicht. Noch nicht mal. Alter, imagine, ich würde jetzt hier runterfallen. Nee, hier gibt es noch nicht mal Münzen. Oh, ich bin wieder so ein Vollhonk. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwelche Münzen, aber hier gibt es ja nur Leben. Ja, egal, ich weiß jetzt aber, wo ich die anderen 22 jetzt easy hole, weil hier gibt es irgendwie viermal blaue Münzen, die du dir holen kannst. Und dann mache ich das auf dem Wege, dann sollte es nicht allzu kompliziert sein. Ja, und ich werde den Stern auch diesmal nicht annehmen. Hier gibt es, glaube ich, auch noch eine rote Münze oder so. Nehmen wir auch noch mal mit. Alter, wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Mal ganz easy. Okay, 80 haben wir. Und dann müssten wir da jetzt gleich diese 4 mal 5 blaue Münzen kriegen. Und dann haben wir den Stern auch. Aber wie unbeschwert das noch alles war. So. Müssen wir jetzt gleich ein bisschen rutschen. Aber das ist nicht schlimm. Ach, hier gibt es auch noch mal ein paar Münzen. Sieh mal eine an. Die nehmen wir auch mit. Oh, sind es jetzt nur noch 10. Nur noch 5. Eigentlich wollte ich jetzt hier hoch. Das war mein Plan gewesen. Aber egal, die 5 kriegen wir jetzt auch hier einfach. Das ist nicht schlimm. Zack, 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 zack. 100! So, wir müssten noch 3 Sterne holen, weil den letzten, den 70. holen wir uns von so einem Pilz. Das heißt, 3 Sterne haben wir noch, die wir uns holen müssen. So. Na komm schon, Exit Course. Und ich glaube, ich werde das jetzt einfach die komplette Folge überdrehen. So. Hier können wir uns auf jeden Fall noch was holen. Wollen wir jetzt hier die 100 Münzen sammeln? Ja, scheiß drauf, lass es einfach versuchen. Hier jetzt 100 Münzen und dann machen wir vielleicht noch im Regenbogenland, machen wir noch was. Könnte ich mir vorstellen und... Warte mal, wie war das nochmal? Die muss pennen? Warum wollte ich? Das ist nicht weiter relevant. Ich glaube, die muss schlafen und dann musst du dann diese Schnarchblase einmal dagegen schlagen. Und dann kriegst du eine blaue Münze. Muss ich dafür reinschleichen? Warte. Sensibler Control. So, ihr wisst Bescheid. Jawohl. Gib mir die blaue Münze. Dankeschön. Boah, dieses Pilzland, also dieses Land, wo es am einfachsten war, also was jetzt spielertechnisch so war, es am leichtesten, da war es am schwersten, irgendwie die 100 Münzen voll zu kriegen. Hier in den anderen Ländern läuft das, Ländern, ich sag immer Länder. In den anderen Dings läuft das immer in den anderen Welten. Keine Ahnung, was mit mir ist. So, hier auch nochmal, easy. Oh, wie dämlich willst du wieder sein, Nob, ja. Vielen Dank dafür. So, das ist jetzt was. Sag nicht zum Runterfallen. Wo dieses Ding wartet. Oder ist das wieder nur so Kiste werfen? Ja, Kiste werfen. Ja, das ist schon stabil. Wir sind schon jetzt bei 55 Münzen, obwohl wir nicht mal hochgegangen sind. Das ist sehr, sehr angenehm. Eigentlich wollte ich mit der Kanone jetzt hier hochfliegen. Genau, hier hoch, weil da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Münzen.
Boah, stellt euch vor, ich hätte mich ins Ausgeschossen jetzt wegen diesen paar Münzen. Wären nur weitere paar epileptische Anfälle und Muskelkrämpfe, die ich hier so habe. Boah. Ich wusste jetzt nicht, ob ich richtig springe. Aber hat schon geklappt. 63 haben wir. Aber jetzt gehen wir weiter nach oben. Weil da haben wir, glaube ich, nichts mehr. Nichts Spannendes. Hier haben wir noch eine rote Münze. Die nehmen wir mit, just for fun. Und fliegen dann erstmal hier hin. Auch just for fun. So, geh runter. Nein! Och man! Kann ich da irgendwie hoch? Nee, keine Chance. Da will ich jetzt auch nichts riskieren. Hier jetzt wieder ganz langsam rangehen. Ganz leise. Jetzt an dem ich schläf. Oh, ich dachte, die warten jetzt hier noch auf, ey. 72. Moment. Auch wieder ganz leise rein. Auch geschafft. Hallo. Hier geblieben. So. Noch 21 Münzen. Die holen wir uns auch ganz entspannt. Hier rüber. Okay, 90 haben wir, 10 Münzen brauchen wir noch. Ich muss jetzt nur ganz kurz schauen. Ach, da kann man da runter. Echt jetzt? Da habe ich jedes Mal mit der Kanone dahin katapultiert. Warte mal, wie viel kriegen wir uns um den mal ganz kurz kümmern? Boah, schon eine Menge. 5 Stück. Sag mir bitte, dass da noch einer rumläuft. Ja, dann sind wir auf genau 100. Haben wir. 100 Sterne. 100 Sterne. 100 Münzen. So, jetzt müssen wir noch irgendwo 2 Sterne herbesorgen. Und wie gesagt, den einen gibt es dann von diesen Special Pills. Exit Kurs. Rote Münzen bei Bowser sammeln. Nee, wir machen jetzt keine Filme. Das weiß ja nicht, dann am Ende, wo eine rote Münze fehlt und dann weckt sich der Part dann mies und darauf habe ich dann auch gar keinen Bock. Ja, gehen wir ins Uhrenland einmal. Ja, komm, gehen wir einmal in das Uhrenland. Teppiche haben wir jetzt genug gesehen. Wenn wir da nichts finden, dann gehen wir mal ins Teppichland. Genau, hier musst du irgendwie, wenn es auf einer glatten Zahl ist, auf 12, dann ist die Uhr, steht die Uhr still. Und ich glaube, das ist am besten, wenn die Uhr still steht, dann kannst du sie am besten erklimmen. Steht sie still? Ja, die steht still. So. Hallo, ich würde am liebsten... Ja, seht ihr, Kamera wieder beste. Ich weiß einfach nicht, wie groß dieser Spalt ist. So. Das mit dieser Kamera und dieser Steuerung. Beste, wo nicht gibt. Aber normalerweise würde sich das hier alles noch drehen. Alter, die roten Münzen sehen jetzt schon so übelst leicht einladend aus, ne? Aber nee, das riskiere ich jetzt nicht. Wow, wieder mal extra Portion fast runtergefallen. Oh, zack. 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 Oh, hier ist ja schon der eine Stern. Wow, und da ist ein anderer. Wir holen uns jetzt aber erstmal den. Komm schon! Junge! Here we go! Das heißt, jetzt nur noch einen einzigen Stern holen. Einen einzigen.
Dann haben wir es geschafft. Also dann holen wir, gehen wir zu Pilzi. Und Pilzi gibt uns den letzten. So. Sollen wir mal alle stehen? Ich glaube, wir gehen ganz nach oben und da müsste jetzt auch ein Stern sein. Jetzt halt nur nicht runterfallen, ne? Das wäre halt schön. Aber wenn wir runterfallen, dann ist das wieder so. Aber ich schlage mich bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Mit Anspannung, aber es geht. Die roten Münzen, das sieht da einfach so ein, das sieht so leicht aus, so nach dem Motto, die sind da nur positioniert von alle acht schön in einer Reihe. So nach dem Motto, hol mich bitte. Genau, mit dem Zeiger könnte man das auch machen, der Zeiger würde einen zum Stern führen. So, aber das machen wir jetzt nicht. Einmal ganz nach oben, von diesem Uhrenwerk. Ja, hier sieht das echt so auch so aus, so nach dem Motto, fall runter und dann hol mich. Aber ich glaube, das ist von dem Zeiger der Stern. Also den, den wir eigentlich hätten holen sollen. Aber Moment mal, wenn das hier steht, geht das? Ah, okay, doch, geht. Hier nach oben. Nein, 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 Bruder, du bist mir hier nicht auf den Sack. Oha. Es funktioniert ja. Oh Gott, mein Daumen tut wieder so weh. Da ist der Stern. Der uns jetzt noch. So, da ist der Stern, der uns jetzt von allem noch trennt. Und ich so, und das Spiel so, nee, du kriegst doch nicht genug von uns. Du musst noch eine Runde leiden. Wisst ihr was, jetzt wollen wir uns diesen Zeigerstern versuchen zumindest. Wie das jetzt durch? Ich will diesen einen Stern, ich will die 70 Sterne jetzt haben, damit wir im nächsten Part endlich mit Bowser loslegen können und das Spiel beenden können. Genau, wie ihr seht, läuft jetzt die Uhr, weil ich bin jetzt zu einem x-beliebigen Zeitpunkt hier reingegangen. So, und das heißt, hier dreht sich alles und das nervt und ich könnte aus. Mama mia. Überlege gerade echt, ob ich jetzt die Kamera schon langsam ausschalte und das kurz off-cam hole. Die zwei Sterne. Und wenn ich jetzt noch ein paar Mal verkacke, ich glaube, dann mache ich das. Dann habe ich keinen Bock mehr. Das reicht mir dann auch langsam. Und dann sehen wir uns zum großen Finale. So, dreh dich. Konzentrier dich. Los, dreht euch alle. Okay. War ganz schön knapp, Kowski. Aber haben wir geschafft. So, jetzt müssen wir auf den Zeiger warten. Der gleich kommt und er wird uns im Idealfall direkt zum Stern bringen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was ich hier durchmache. Hallo? Kommt der Zeiger? Ich will jetzt nicht zu weit nah angehen wegen dem Dings. Hä? Es läuft doch alles. Da muss doch der Zeiger auch gehen, oder nicht? Ah, da ist er. Da ist er, ja. Er nimmt uns dann einmal mit zu diesem unteren Stern da. In der Ruhe liegt die Kraft noch. Gedulde dich. Ganz ruhig. So, Zeigerchen, komm her. Komm her, Zeigerchen. So. Und einmal hoch. Wir wollen einmal mit dir mit, genau. Okay. Jetzt glaube ich entspannt. Ich glaube, jetzt müssen wir nicht springen. Nicht so über den Regenbogenteppichen. Hier sollte er uns eigentlich direkt zu dem Stern bringen. Und wir müssen dann nur ganz easy rüberlaufen. Ich glaube, so war das. Und
Seht ihr? Da ist der Stern. Da ist natürlich die Bombe. Nur mal ganz provokativ vor dem Stern. Oh. Fallen wir jetzt nochmal runter, so kurz davor. Ich dachte, das war's wieder. Ich dachte wieder, ich fall runter. Ich schwör's euch, ich dachte, wir fallen wieder runter. Yeah, null Münzen, Leute, null Münzen. So, ich glaube, der Bruder hat uns noch einen Stern gegeben. Bitte sag mir, dass du mir noch einen Stern für mich hast. Ja, hat er. Hat er, Leute. So, wir haben jetzt 70 Sterne. 70 Sterne. Das heißt, wir können jetzt zu Bowser gehen. Wollen wir jetzt zu Bowser gehen und das Finale einmal probieren? Nein, wir machen es nicht. Wir beenden hier und jetzt den Part. Und beim nächsten Mal kommt der finale Part, der Weg zu Bowser, der Kampf und dann ist das Spiel durch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Mein Blutdruck auch. Ich nehme jetzt gleich wieder meine Beta-Blocker. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Mario 64 wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.